Eingang Mondhöhle. Hässlich hier. Hä? Wir sind unter dem Schreintor hindurch und folgten dem Pfad. Also, wo verdammt nochmal ist die Mondhöhle? Da vorne. Sie sollte genau hier sein. Hey, was ist mit dem großen Berg da drüben? Ich würde sagen, da ist die Mondhöhle drin. Seit wann ist der dort in der Mitte vom Haramisee? Man sagt, die Mondhöhle ist dort, wo Nagi die legendäre Bestie erschlug. Aber dieser riesige Berg ist viel größer, als ich die Mondhöhle in Erinnerung hatte. Ich meine, guck ihn dir doch mal an. Er ist gigantisch. Vielleicht sind wir auch nur geschrumpft. Wir sind viel kleiner als früher. Man hat uns heiß gewaschen. Wir sind eingelaufen. Genau, den werde ich jetzt nicht rein können. Weil aus Gründen, genau. Autsch! Verdammt nochmal! Hier ist so eine Art Schutzschirm. Ich habe noch nie einen so starken gesehen. Wir sollten uns lieber davon fernhalten. Los, spring nochmal rein. Nichts leichter als das! Ich hab dir doch gesagt, wir sollten uns davon fernhalten. Das ist eine böse Kraft hier. Alles klar. Die schadet dir auch nur. Ich hoffe, und? Ich sehe jetzt nicht das Problem. Wir sollten vielleicht keine 27 Mal dagegen rennen, aber momentan geht's. Ich habe noch halbes Leben. Doch noch gut. Irgendwie regeneriere ich das auch wieder. Und zur Not haben wir einen vollen Magen. Eben. Dann muss ich wieder mehr essen. Ich muss unbedingt Sachen mit Wasser leeren. Ich habe immer noch keine Opfergaben für euch. Es tut mir leid. So, Karte. Nochmal links abbiegen zu dem Wald, genau. So, geht doch. Yay! Tipps? Ja. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. In wiederhergestellte Gebiete kehrt das Leben zurück. Füttere die Tiere richtig und du hast Glück, ja. Was für wahnsinnig hilfreiche Tipps. Eben, das konnten wir ja bislang nicht kommen sehen. Hi. Ihr mögt Fisch. Ungeeignet. Das sind Schweine, die essen Fisch. Danke, meine Wildschweinfreunde. Mau. Agatha-Wald. Hier qualmt's. Hier qualmt's Schriftzeichen. Zum Agatha-Wald. Dieser Wasserweg führt zum Agatha-Wald. Das ist der grünste und fruchtbarste Platz in dieser Region. Also war er. Jetzt nicht mehr. Ich habe gehört, dass die Leute aus dem Dorf früher die Fähre zum Wald genommen haben. Sieht aber nicht gut aus. Mach schön! Nö. Erst musst du den Agatha-Wald wieder begrünen. Mach schön! Na, meinetwegen. Komm, lass uns die Fähre nehmen.
Ganz mieser Service. Total. Sieht auch nicht mehr so frisch aus, die Fähre, wenn ich ehrlich bin. Ich regeneriere sie. Nee. Die möchte nicht regeneriert werden. Wir haben wieder Tag. Kannst du sie tagsüber regenerieren? Nein. Hm. Meine Kraft kommt vom Mond. Nee, warte. Ich bin der Sonnengöttin. Ja, wir sind Freunde. Uhu. Das nehme ich als Aufgabe mit. Ja, scheinen sie nichts gegen zu haben. Ja. So, was fehlt noch? Wieder die falsche Taste. irgendwas fehlt mir dann doch noch da unten. Schwimm da einfach mal rein. Na, das sieht mir deutlich so weit aus. Ja, genau. Guck dir das hier an. Und dann ignoriere es aus Gründen. Mhm. Damit ich so mir anschließend sagen kann, du hast ja doch noch gar nicht alles angeguckt. So, jetzt über die Brücke und dann rechts runter. Hier war ich mal schon mal, nur noch nicht drin. Schlafe wie ein Murmeltier. Komm nachts wieder. Du hast die Nachricht gelesen. Ich schätze, wir müssen heute Nacht wiederkommen. Er blühe! Reparier's. Genau, da ist ein Riss in der Wand. Mach den. Nee, möchte er nicht. Das ist ja schon irgendwie blöd. Eben, voll der dumme Wolfgott. So, jetzt müssen wir Zeit bis nachts zuschlagen. Mhm. Ja, schnapp dir einen. Hat er schon. Schnapp den zweiten. Und jetzt, weil du bei mir im Maul warst, wirst du gefüttert. Genau. Es freut ihn. Und die anderen scheinbar auch. Ja. Er hat geteilt. Oh. Kann leider nur Nacht zum Tag machen, nicht andersrum, ne? Richtig. Da könntest du weglaufen. Ah. Ja. Ja, ja. Aber wer will schon weglaufen? Eben, weglaufen. Wer macht das schon? Das macht man genauso wenig wie Krüge treffen. Aber das Krüge treffen willst du wenigstens. Ja. Aus dem Baum gefällt. Er steht gleich wieder.
Ich hab den heilig gemacht. Das kann ich damit anstellen, was ich will. Na, wenn du das so sagst. Ist jetzt mein Baum. Tja, dann werde ich wohl zu beiden Orten nochmal nachts hinrennen müssen. Wobei es immer die Sache ist, wann oder wie klappt das mit der Nacht, weil die auch nur eine begrenzte Zeit hat. Wie lang ist eigentlich der generelle Tag? Oh, das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich gebe ehrlich zu, ich habe da nie drauf geachtet. Ja, ich habe jetzt halt gerade die Situation, ich kann nichts machen, bis Nacht ist. Eben. Ich meine, wir sind seit 45 Minuten dran und hatten einmal Nacht und einmal Tag. Also erst Tag und dann Nacht und dann jetzt wieder Tag, aber... Ich habe nicht so auf die Zeiten geguckt. Ja, ich jetzt auch nicht. Da müsste man... Und was interessant wäre, ist dir zu fragen, ob normalerweise Nacht und Tag immer gleich lang sind. Das können wir ja austesten. Wir können ja eine... Stoppuhr schon mal bereitlegen. Beim nächsten Mal stoppen wir die Zeit. Richtig. Dann können wir einfach mal, wenn die Nacht anfängt, sagen, jetzt Stoppuhr starten. Und keine Sonne machen. Richtig. Hatte ich nicht vor, ich habe hier gerade Nachtsachen. Ja. Wo bist du jetzt gelandet? Keine Ahnung, ich bin auf einen durchsichtigen Steg gefallen und dann war ich plötzlich im Wasser und jetzt bin ich auf dem Steg. Lalalala. Ja. Richtig viel Geld. Leben. Ja. Rechter Kugel. M sogar. Oh. Gibt dir sogar eine komplette Einheit wieder. Was machen die anderen? Nur eine halbe Einheit geben. Aha. Ah. Wird's jetzt dunkel? Ja. Ich merke schon, der Hintergrund wird langsam etwas röter. Vielleicht. Und die haben gerufen da, das komische Kohl. Kra. Ja. Die Krähe hat gekräht. Erde nach. Wir haben schon mal Dämmerung, das ist doch ein etwas. Hast du das Haus mit kaputt gemacht? Vielleicht. Nein. Die Häuser lassen sie dich nicht abreißen. Ja, weil halt in dem Moment, wo er geschnitten hat, mir, oder beziehungsweise da an der Stelle, wo er geschnitten hat, eben. So ein kaputter Balken. Den hatten wir halt vorher nicht beachtet. So, ich starte. Alles klar. Und je nachdem, wie viel das bringt. Ich rede ja jetzt mit Leuten und... Ja, trotzdem. Können wir ja schon mal das so machen. Du bist ein Pyrotechniker. Ja. Sieht ganz danach aus, ne? Warte, ich mach kurz all dein Zeug kaputt. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das sollte nicht passieren. Nein, nein, nein. Ich habe mein Rezept doppelt und dreifach überprüft. Nein, nein, nein. Hey, du da, hast du mal Zeit? Hm? Wow, was macht das kleine Irrlicht da? Hey, wen nennst du hier ein Irrlicht?
Ja, besser als Laus, oder? Ja. Ich bin Isun, der wandernde Künstler. Nu. Du bist ein kleiner Ball aus Feuer, oder nicht? Ich bin Tama. Tama, der feurige Pyrotechniker, so werde ich genannt. Feuriger Pyrotechniker Tama. Ich wäre mit dem Hut vorsichtig. Ich wäre mit dem Gürtel vorsichtig. Hört her, ihr beiden. Ich bin kurz davor, ein unglaubliches Hammerding zu starten. Seht ihr das Rezept an, das ich da an der Wand habe? Meine ganze Erfahrung als Pyrotechniker steckt in diesem Rezept drin. Freunde, es ist für ein kleines Feuerwerk, das ich Mitternacht-Wunderjunge nenne. Okay. Okay. Es gibt nur ein Problem. Obwohl ich weiß, dass das Rezept in Ordnung ist, funktioniert es noch nicht. Ich weiß. Hör zu, Welpe. Du hast gute Augen. Feurige Augen. Glühende Augen. Das klingt ungesund. Vielleicht ist es genau dieser heiß-rote Blick, was ich brauche, um das hier zu starten. Genieß den Anblick des größten Schauspiels, das die Welt je gesehen hat. Haltet eure Hüte fest, Kinder. Los geht's. Die am hellsten leuchtende Konstellation am Himmel. Der Mitternacht-Wunderjunge. Ich habe wahrscheinlich noch nicht die richtige Fähigkeit. Vielleicht auch nicht. Was können wir eigentlich alles? Ich kann Sachen blühen lassen. Mhm. Ich kann die Sonne anmachen. Mhm. Ich kann Sachen zerteilen. Mhm. Du kannst Bäume wachsen lassen. Ich kann Bäume wachsen lassen. Ich kann Sachen wiederherstellen. Das war's. Wo ist das Problem? Steindex, ne? Wo ist das Problem? Nun, ich würde sagen, wenn du es nicht gleich schaffst, dann versuch's nochmal in die Luft zu jagen. Ich meine, ich wüsste jetzt nichts, was von meinen Fähigkeiten hier helfen würde. Weil ich halt. Ich meine, ich kann das da reinzeichnen, wenn er unbedingt will. Ja, wir machen das nochmal. Komm, wackel nochmal so mit dem ganzen Körper und dann schmeißt er 327 Bomben rein. Irgendwie so. Ja, wo ist das Problem? Ja, ich habe ja schon versucht, das zu malen. Der Typ kann sein eigenes Rezept nicht befolgen. Sieht aus, als müsstest du daran, Emmy. Ja, wir bleiben nicht locker. Wir bleiben nicht locker und lassen, und lassen dabei oder so. Ja. So, ich soll das im Kreis und dann so. Bringt auch nicht viel. Okay, es ist, die Wahl geht nichts anderes kaputt. Okay, bringt auch nichts. Wie rum hattest du das gerade gemalt? Rechts rum? Also entgegen? Gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn du so wieder auf der Zeichnung gerade unten anfängst und nicht oben? Gut, ich habe es jetzt so versucht halt zu malen, wie es da ist. Also ein Kreis im Uhrzeigersinn von unten und dann von oben den Kreis. Ja, ich hab's doch kapiert, Spiel. Wenn du es nicht richtig machst. Wenn du es zu genau haben willst, ist das nicht mein Fehler.
Yay! Ja, Schmetterlinge. Oh mein Gott! Dieser Tammer mag ja ein paar Schrauben locker haben, aber er hat's voll drauf. Hä? Wieder dieses Licht. Oh, es ist eine weitere Konstellation, Emmy. Verstehe, da fehlen wieder Punkte. Und um das zu korrigieren, muss ich... Bäume pflanzen. So. Hab beide Punkte erwischt. Mhm. Ich so meckert gar nicht mehr mit mir. Nein, da denke ich so, jetzt auch schon, ich hab keinen Bock mehr. Das ist also nur halb so wichtig. Ich bin da nicht gram drum, was Isun gerade nicht meckert. Es ist das Ballschwein. Joho! Ja, dann Kai. Hatten wir die Briten schon? Ja, oder? Ich habe keine Ahnung. Der Affe, nein, der Affe war Franzose. Möglich? Französin. Ah, aber Terras. Quella, alles Gute und unsere aller Mutter, ist Amerikaner. Zu oft vergessen wir, was wir nicht sehen können. In meinem Versteck habe ich deine Spur verloren. Aber jetzt ist meine Seele erleichtert. Ich, Bakugami, der Gott der Explosionskraft, verleihe dir meine Kraft. Benutze die Kirschbombe und bringe Zerstörung über deine Feinde und Hindernisse. Das Schwein ist Amerikaner. Alles klar. Das wartet darauf, zu Spare Ribs verarbeitet zu werden. Oh, Spare Ribs. Hey, Glück! Ich finde das immer so schön. Hey, hast du gerade eine weitere Pinseltechnik wiederbekommen? Möglich. Das war Bakugami, der Gott der Explosion. Seine Technik wird Kirschbombe genannt. Tamas Enthusiasmus muss die Kraft dieses Gottes in dir geweckt haben. Nun, auf was wartest du noch? Probier die Kirschbombe schon aus. Wie wär's mit diesem Riss in der Wand da? Warum probierst du nicht da mal die Kirschbombe aus? Aber sei vorsichtig. Ich denke, die Kirschbombe ist dann entsprechend... So viele neue Möglichkeiten. Wow, sieh dir mal das Loch an. Es ist rund. Die Wand mit dem Riss ist total zerbröselt. Diese Kirschbombe ist eine zerstörerische Technik. Ich meine, denk doch einfach mal darüber nach, wie sie auf Monster wirken. Was meinst du, was ich die ganze Zeit gerade tue? Die Wand ist mir egal. Ich will Monster töten. Es wird ein bisschen kompliziert, so etwas Mächtiges zu kontrollieren, aber ich wette, du wirst sie die ganze Zeit benutzen, wenn du sie gemeistert hast. So ein bisschen, ja. Könnte man von ausgehen. Erhalten, Rattenstatue. Einer der 13 Sternzeichen, Schätze. Er ist in einer seltsamen Pose. Alles klar, ich habe eine Ratte. Also bloß weil das die erste Yoga-Ratte ist. Du hast deinen ersten Schatz gefunden. Das mag sein, aber jetzt wollen wir erstmal Sachen sprengen. Okay, das will ich erstmal sehen. Okay, ich erschaffe eine Bombe auf dem Feld. Ich glaube, diese Bombe wird sich richtig gut eignen, wenn du gefühlt 20.000 Gegner auf einem Fleck hast. Ja, so ist es halt so ein bisschen. Ich muss aufpassen, dass sie dann auch da sind. Verbraucht Kartoffeln. Ja, ich weiß doch, was eine Kartoffel ist. Trocken, aber mit Geschmack. Ah!
Das war wieder der Kamikaze-Fisch. So, und jetzt, bevor die Nacht vorbei ist, zum anderen Punkt. Ich glaube, diese Messung ist nicht mehr so ganz akkurat. Valide. Ja. Wir gucken gleich einfach mal. Ich kann ja immer noch sagen, mach Runde, wenn der Tag anfängt, dass man vielleicht da guckt. Was dann genauso valide sein wird wie die Nacht, aber... Ich bleib doch nicht einfach mal hinten drin stehen. Auch wieder eine Fahrt. Zum Agatha-Wald. Ja, wussten wir doch schon. Und jetzt mal das Dings da an. Genau, ja. Spreng es. Ja, ihr sagt, irgendwas soll ich damit machen können. Also wir waren Tagsier, wir waren Nachtsier. Eben, wir haben alles mögliche Zeug ausprobiert. Lass uns ins Dorf zurückgehen. Eben. Ja, Fuchs, du weißt es. Ja, ich will euch nichts verraten. Ich will gerne dann... Hey! Ja, die wollen mit dir ein bisschen spielen. Sind die wahnsinnig? Es sind Dämonen. Wahnsinnige Dämonen. Dumme Dämonen. Mhm. Wahnsinnig dumme Dämonen. Das auch. Ja, kannst du so sehen. Du kriegst ein bisschen Geld von denen. Wirklich? Du bist langweilig mit Geld so? Ne. Haben wir. Eben, haben wir halt. Aber ich würde sagen, hier müsste noch ein Riss gewesen sein. Mhm. Ja. Exorzismus S. Papier mit heiligen Formeln. Geringer Schaden. Euch könnte ich euch noch was darbieten, aber ich habe nichts. Dich sprenge ich. Man kann es zumindest probieren. Eben. Ja. Alles mal ausprobieren. Also dadurch, dass es nicht direkt explodiert ist, ja, war das nicht der Haupt... Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem war, aber hey, der ist da. Dir kann ich Schätze verkaufen? Der wollte einen Talisman haben, der da oben. Ach ja, richtig. Verkaufte die Rattenstatue ab. Gut. Ups. Der hat sich angeschlichen. Auf jeden Fall. Klammheimlich, biestig böse. Ich habe in dem Spiel noch keine Bosskämpfe erlebt. Die kann mir aber vorstellen, den Bosskampf könnte das vielleicht auch ganz interessant sein. Ja. Das heißt, spätestens gegen Orochi. Ja. In 35 Stunden oder so. So. Hier haben wir auch sowas. Ja. Warum hat es da drüben nicht geklappt? Weil du eine Bombe gemalt hast. Ich habe auch 5-mal einen Kreis drauf gemalt, Fuchs.
Der Boden ist sogar hart genug, einer Bombe zu widerstehen. Hi. Hallo. Passiert nichts. Du musst einfach nur auf dem Boden einfach rumzeichnen. Nein. Ich verspiele jetzt verarscht. Okay. Ihm war der Kreis nicht groß genug. Klar. Aber hey, immerhin hast du vorher die Bombe davor geholt. Ja, ganz klar. Erhaltene Korallenfragment. Brocken aus Korallen stammt aus dem Drachenpalast. Kann man bei Gelegenheit verkaufen. Gehen wir jetzt zurück zum Dorf. Zum Dorf. Im Eiltempo. Wie gut, dass kein Schallfaden. Der Schallfaden. ja, Isun, ich habe alles gesehen. Sag ihm einfach, ja, du willst. Gut ist es. Ja. Ja, hab ich doch. Na, er hatte gerade einen leicht anderen Text. Ach so, gut. Da kam irgendwas mit wir könnten nach Sakuya gucken, drin vor. Tja, das war ja mein Plan. Wow, was ist das alles? Blätter. Das Dorf birst vor Aktivität. Ich frage mich, was da wohl los ist. Ja, wir haben Wächtersprösslinge reaktiviert. Sakuya geht's besser. Alles gut. Du schon wieder. Ja, der Mönch. So, Fox, deiner. Jo. Was für eine Freude zu sehen, wie das Leben an diesen Ort zurückkehrt. Nur noch 15. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Okay, also soll ich 15 Bäume von denen hier... Ja, meinetwegen. Wenn ich welche sehe, mache ich sie... Ganz. Schön. Ganz. Aber nur, wenn ich sie sehe. Was ist, wenn du dagegen rennst, aber sie nicht siehst? Dann frage ich mich, wie das passiert ist. Aber meinetwegen mache ich sie dann auch ganz. Ich werde jetzt aber nicht wie wahnsinnig rumrennen und die gezielt suchen. Ich glaube, das müssen wir auch Krone machen. Möglich. Sie freut sich, dass sie Wäsche waschen darf. Ja. Wenn das nicht Schneeball ist, bist du damit beschäftigt, dein Territorium zu bewachen? Eine sehr erfrischende Brise kam heute plötzlich auf. Wie viele Jahre ist es her, dass Konohana so grün und fruchtbar war? Damals waren die Bäume des Dorfs in voller Blüte. Jo, haben alle ihren Spaß, Baum. Ja. Ja. Habe ich gesehen. Ja. Jupp, jupp. Baum. Ja.
Hast du gesehen? Fast wie ein Pferd. Nur nicht böse. Aber aus dem gleichen Material. Holz. Ganz genau. Sag mal, sind die alle hier im Dorf, oder? Wie viele hat es denn jetzt schon? Keine Ahnung. Über zwei auf der Seite. Vier, fünf, sieben oder so. Ich gehe gleich noch mal irgendwo zu ihm hin, da wird ihm was zu sagen. Es fehlen noch 13! Ich habe mehr als zwei blühen lassen. Ich vermute, es war ein Pfirsich, der runtergefallen ist und kein Reisbällchen. Möglich. Ja, das muss ein Pfirsich gewesen sein. Fuchs, ich frage mich nur, was du gerade noch stoppst. Die Tageszeiten gucke ich immer noch, ob man das vielleicht irgendwie dann... Gut, dann muss es sein. Wie gesagt, Fuchs, das macht nicht besonders viel Sinn. Ich werde dir nicht den Gefallen tun, jetzt stehen zu bleiben und den Tag abzuwarten. Du kannst auch Sachen machen währenddessen. Ja, aber ich denke mal, das wird die Zeit anhalten. Hallo, Herr Mandarine. Oh. Endlich. Das ist die Antwort auf meine Gebete. Alle Bäume des Dorfes sind wieder voller Leben. Es ist an der Zeit, diese Kraft der guten Erde zu nutzen. Ja, es ist nun Zeit für den Konohana-Tanz. Ich werde den Geist des heiligen Baums Konohana zurückrufen. Sage der Tapferkeit. Aber zuerst muss ich meinen Schwur zur Abstinenz brechen, um den Geist zu rufen. Ja, das ist so ein Trunken-Torkeltanz. Ah, ich werde behutsam diesen Sake trinken und schon bald werden wir die Blüten sehen. Behutsam. Das ist, ich würde sagen, sehr behutsam. Das ist behutsam, der größte Teil geht daneben. Oh ja, ja, ja! Wow. Das ist Düngersache. Und die Mandarine wächst auf seinem Kopf. Das ist so ein Parasitending. Oh ja, 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 ja! Hey Opa, bist du okay? Du hast einen wirklich seltsamen Ausdruck in deinen Augen. Schneeball, Isun! Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist der Stoff für eine Legende. Wer wird Zeuge des Geheimnisses, diese Geheimnisse? Ich präsentiere den Konohana-Tanz. Midi kiki hidari, midi kiki hidari. Sehr schön, machst du das? Ich helfe dir mal schnell. War ihm nicht rund genug. Nö, das scheut sich einfach auch nicht wirklich einfach. Wenn der Baum doch in voller Blüte stehen soll, ja, ich weiß. Mach's nochmal. Mit der Konohana Tanz in reinen Fall. Nein, das kann nicht sein. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter tanzen, bis Konohana wieder blüht. Noch einmal das Geheimnis. Ja, ja. Die Geheimnisse. Leg los. Er kann es auch alleine, aber bei dem muss ich mir helfen. Ja. Yeah.
können mich doch jetzt nicht hier so überraschen. Er hat eine elegante Fußarbeit. Ja. Für sein Alter. Und für seinen Betrunkenheitszustand. Und generell. Sakuya, ja. Du lebst und du siehst sehr gut aus. Warum sollte sie tot sein? Weil sie am Ende ihrer Kräfte war. Und? Mein kleiner Läusefreund, ich sehe, du bist mutig wie immer. Ich schulde auch diesem netten älteren Herrn meinen tiefsten Dank. Welch Tapferkeit. Einfache Worte können meine tief empfundene Dankbarkeit gar nicht ausdrücken. Dank euch allen bin ich wieder erneuert und voller Energie. Und deutlich weniger angezogen. Jo. Verstehe, was das ist. Ja. Aber natürlich gebührt der ehrfurchtgebietenden Göttin Amaterasu mein größter Respekt und Dank. Gepriesen seist du. Danke. Oh, so viel Glück. Ich kann nicht versprechen, dass dies die Erlösung für ganz Nippon bedeutet. Aber wenn du die Wächtersprösslinge im ganzen Land wiederherstellst, dann wirst du auch davon resultierenden, von den resultierenden Kräften profitieren. Ich werde hier in Kamiki bleiben und für deinen Erfolg beten. Wie ich drauf hoffe, dich wieder erblicken zu dürfen. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Tja, Isonda, da wirst du jetzt nicht mehr mit im Kimono verstecken. Nein. Nee, das wird schwierig. Oh Mann, was nun? Konstellation? Ich meine, ich brauche noch was Neues, um irgendwo anders wieder weiterzukommen. Am besten was, womit ich Wasser kontrollieren kann. Ist das ein Affentiger? Ja. Das hat nicht so ganz geklappt. Nein. Das ist ein anderer Affe. Ja. Hasugami. Ja. Fuchs, du bist dran. Ah, Amaterasu, Quelle allen Gutens und unser aller Mutter. Lange habe ich mich hier in der Natur von Kamiki versteckt. Aber die Zeit ist gekommen, dass ich, Hasugami, mich zu erkennen gebe. Möge meine Kraft dir eine Hilfe sein auf deiner schweren Reise. Oh mein Gott, das war Hasugami. Ja. Mit der Technik Seerose kannst du Seerosenblätter auf dem Wasser erschaffen. Du kannst damit Wasserflächen überqueren. Probier's aus. Komm schon, hier lang, Amy. Eben, da wollte ich immer hin. Ich habe diese Schatztruhe da draußen schon seit einer Weile im Auge. Ich auch. Warum erschaffst du nicht ein paar Seerosen hier? Mach dir einen Weg aus Blättern rüber zur Insel. Die Pinseltechnik Seerose erschafft Seerosenblätter auf dem Wasser. Das ist aber eine blöde Technik. Seerose erschafft Seerosen auf dem Wasser. Kreise auf dem Wasser malen. Alles, was du tun musst, ist... Komm schon, Fellknäuel. Lass mal sehen, wie du Kreise auf dem Pinsel mit dem Pinsel auf dem Wasser malen kannst. Ein riesiges Seerosenblatt.
Genau das ist es. Hey, hey, nimm gefälligst dieses selbstgefällige Grinsen aus deinem Gesicht. Der Wolf, ich kann nicht grinsen. Ich kann die Seele fletschen. Zumindest müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, nass zu werden. Ich weiß, jetzt wo du diese neue Kraft hast, lass uns damit ein bisschen weiter aus dem Dorf rausgehen. Ich kenne da einen Wasserweg, den früher mal eine Fähre benutzt hatte. Der war irgendwo hier. Ja. Unsere kleine Sakuya ist wieder zurück und munter wie immer. Aber es gibt noch immer viele Wächtersprösslinge, die nicht blühen. Der da schon. Das ist ja Sakuya. Ich habe Gras auf der Seerose wachsen lassen. Bisschen weit weg. Ach, kannst du auch swooshen in der Luft, oder? Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann die Wand springen und einen Wandsprung machen, aber. Erhalten Fragment der Sonne. Sammle 3 leuchtende Fragmente um Solarenergie, um 1 zu erweitern. Alles klar.